Okay, Leute, auf geht's! Wir wissen schon, wer es ist. Ein ziemlich großer Fang. Sorado Hohlspitzgeschoss. Das zweite für heute. Lieutenant, das wird Sie interessieren. Wie geht's, Jungs? Was macht ihr? Hey, mein Sohn. Dad. Wie läuft's denn? Du darfst Zivilisten nicht zum Tatort bringen. Ach, komm schon, Junge. Sie ist kein gewöhnlicher Zivilist. Ich meine, sieh sie an. Na, wie geht's? Ich bin Tony Caruso. Sie sind der Cop, der 7 Jahre gesessen hat. Ich war ein unartiger Cop. Da lachen wir fast täglich drüber. Sie lieben ihn. Sie müssen aber nicht mit ihm leben. Anthony, Sie sind der beste Detective der Stadt. Ich habe ihm alles beigebracht. Nur nicht, was gut und böse ist. Das lernte ich nicht von ihm. Bricht man eine Regel, bricht man alle. Sie fragen sich, warum Sie nicht öfter eingeladen werden? Ich habe Sie beide beobachtet. Das Necken, das Albern. Es ist offensichtlich eine tiefe Form der Zuneigung. Ah. Es ist sehr sexuell. Oh. Ich weiß nicht. Eher nicht. Ein Korb wurde umgebracht, oben beim Lift. Das Neptune Hotel. Ein Gast wurde dort erschossen. Dr. Kornblut hat die Autopsie gerade gemailt. Das kann ich von hier nicht entziffern, Ryan. So besser? Es gibt eine Sache, die jeder gute Detective weiß. Was ist das? Es ist 18 Uhr. Ich erzähl's dir morgen. Diese Polizeitagungen sind die besten. Die Ethik der modernen Polizeiarbeit. Du hast mich für eine Rede angemeldet? War nicht einfach, dich aufs Podium zu hieven, musste dem Veranstalter etwas Schmiermittel zustecken. Du hast den Kerl bestochen, weil ich bei der Ethiktagung auftreten soll? Hat mich $50 gekostet. Du bist dafür, ich bin dagegen. Was hat man davon, wenn man sich an die Regeln hält? Entschuldigen Sie mich. Ist denn alles in Ordnung? Es geht um meinen Vater. Also, nein. Du bist wieder mein Sohn. Ich wollte es dir nicht erzählen, aber vor ein paar Stunden habe ich dich noch verleugnet. Das müssen die Jungs wissen. Guter Junge.